So, das da oben zu. Da oben brauchen wir ein Scaffolding. Diesmal schmeiße ich dich nicht raus. Scaffolding dahin. Dahin, dahin. Fischsuppe. Kommt damit rauf und darauf. Nein, so. Theoretisch könnten wir auch schon bessere Betten bauen, aber es hält sich in Grenzen. Oh, und was die Turmspitzen angeht, da hat jemand richtigerweise gesagt, dass es eine Turmspitze gab als Gegenstand. Und deswegen sieht es wahrscheinlich so komisch aus. Ich weiß nur nicht, wo genau das Ding ist. Doch da, da ist eine Turmspitze. Die werden wir später brauchen. Aber das dauert noch. Wir haben kein Öl mehr. Stein. Beeren. So, genug Öl. Laterne. Warum müssen wir eine Laterne bauen? Die hatten wir doch schon. Bin ich mir ziemlich sicher, dass wir schon eine hatten. Die haben wir vor die Tür gestellt. Okay. Oh, Laterne. Da steht sie. Sehr, sehr komisch. Aber na gut, wir können ein paar mehr davon gebrauchen. Wir brauchen unbedingt noch zwei Schmieden. Das sieht cool aus. Immer noch keine Fische hier. Ich glaube, meine Theorie steht. Also, dass keine Fische da sind, weil da... Ah, da sind doch Blasen. So viel dazu. Gleich wieder widerlegt. Irgendwie wird das Wasser weniger. Jo, das Wasser wird wirklich weniger. Ah, vielleicht weil jedes Mal, wenn ein Zwerg da durchschwimmt, nimmt er ein bisschen Wasser mit. Das ist, ja. Könnte man sich gut vorstellen. Ist irgendwo ein Zwerg eingefangen? Ich weiß, ich habe komische Aufträge vorhin verteilt. Mit einem Portal in einen geschlossenen Raum, ohne einen Weg nach draußen. Du weg. Dich übernehme ich mal ganz kurz. Du, wilde Zwerg, Kontrolle. Genau, mach weg. Mach. Ach, kannst du nicht da oben? Okay, so. Nee. Klick, 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 klick. Wo bist du? Da bist du. Kontrolle übernehmen. Das ist immer so. Sobald ich anfange zu klettern, haben wir ein Problem. Ja, nee. Befreien. Kontrolle übernehmen. So, okay. Zu, zu. Scaffolding weg. Zu, zu, zu. Scaffolding weg. Zu. Viel schneller. Ja, so. Hey, ja. Okay, was haben wir noch? Dich weg. Dich weg. Absolute Deko-Sache. Aber das gönne ich mir mal ganz kurz. Wir waren so schön fleißig mit dem Tech-Tree diese Folge und letzte. Da haben wir es uns verdient, ein wenig den Gängen zu verschönern. Und irgendwelche Zwerge trinken, aber da sind sie selber schuld. So, so, so. Du. Du. Weg. Komm schon. Was ist da unten für ein Raum eigentlich? Hui. Es ist ein Raum, den wir nicht zumachen können. Ah doch. Oh, komm schon. Stirb. So, raus da, du Zwerg. Ich will die Ressourcen gar nicht. Geh weg, Helmchen. Du weg. Du weg. Das Grünzeug. So. Nimm den Schneckenschleim. Oh, warte mal. Problem. Okay, du musst weg, damit wir da unten zumachen können, damit wir da oben zumachen können. Komm, 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 komm. Okay, fein. Kontrolle übernehmen. So. Tada!
Was für ein Heckmeck. Und das war nur einer von zigtausend Räumen. Das Wasser ist weg. Baue Eis. Baue Eis. Baue Tür. Baue Fackel vor die Tür. 1, 2, 3, 4, 5. Flupp. Ups. 1, 2, 3, 4, 5. Da. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Da. Und du, ihr stirbt mal. Stirbt mal. Einfach weg mit euch. Weg, 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 weg. Portal. Anga! So. Schön weiterarbeiten. Muss alles abgeflacht werden. Oh, und das hier muss auch bearbeitet werden, bevor es Nacht wird. So. Genau, läuft mal flink hin. Und testet jetzt noch, was mit dem Stein da passiert. Crunch, crunch, crunch. Es schwebt in der Luft. Das ist nicht gut. Ja, dann bauen wir sie halt ab. Wir kriegen ja eh alle 45 Minuten eine schöne Welle mit Erfahrungspunkten. Hey, das ist neu. War das, weil der in der Luft geschwebt ist? Nee. Ah. Vorher konnte man sie einfach so abbauen. Da hat sich keiner gewehrt. Das sind einfach nur Knochen runtergefallen. Graben, 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 graben. Weg, weg, weg. Portal hält, sehr gut. Weg, weg. Weg, 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 weg. Ja, es geht gut voran. Man sieht, wo wir was gemacht haben und wo die Natur noch Einzug einhält. Weg, weg. Kram, kram. Okay, das reicht für heute. Springt schnell durch das Portal. Springt schnell durch. Wo willst du hin? Okay, ihr dürft nach Hause laufen, die ganzen 10 Meter. Ist mir auch recht. Fische. Fisch. Hühnchen. Ich will Hühner angeln. Und hier könnt ihr auch mal ein bisschen Grünpflege betreiben. So. Das da weg, das da weg, das da weg. Ganz viele Pilze für Tränke später. Techbaum. Minenlampe. Ölseil. Eisen. Und die sollten ziemlich hell sein. Also eventuell können wir dann die Fackeln, die im 7er Abstand, also Fackel, 5 frei, Fackel, stehen, damit ersetzen. Aber gucken wir mal. Problem ist nämlich, dass die vielleicht gar nicht in der Luft stehen können. Nee, können sie nicht. Und auf dem Boden kommen nachher die Schienen hin. Das heißt, auf dem Boden darf nichts stehen. Deswegen ist das Ganze ja auch 2 hoch. Ist ein bisschen ungünstig gelöst. Also bleibt es wohl bei den Fackeln. Ist auch ein wenig stimmungsvoller. Auch wenn es unrealistisch ist, dass überall Fackeln sind und die niemals ausgehen. Aber das können wir mal ignorieren. So. Runter. Weg, 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 weg. Hier hinten sind noch gar keine Fackeln. Warte mal. Fackel. Ich glaube, eine davon müssen wir aufstellen für den Erfolg. So. Fackel, 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 Fackel. 1, 2, 3, 4, 5 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 Fackel. Gut, die Richtung haben wir schon mal. Und hier 1, 2, 3, 4, 5 Grün. Hey, der Menge Grünzeug. Weg, 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 töten, töten, weg, 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 töten, weg. Alles weg und töten und weg und überhaupt. Oh, Eisen. Müssten jetzt eigentlich auch noch mehr Eisen. Wir sollten hier auf jeden Fall minern. Aber erst noch ein paar Gänge zumachen, bevor wir neue aufmachen. Hm? Da zumachen bitte. Hier könnt ihr durchgraben. Ja,
Gehen wir gleich von oben ran. So. Das da bitte zumachen. Das und das zu. Warum geht das nicht? So, Scaffolding. Okay. Du zu. Jemand fällt immer wieder runter. Nein, nein, nicht da. Scaffolding, Scaffolding, Scaffolding. Sand. Oh oh. Oh, die sterben gar nicht, wenn der Sand auf sie rauffällt. Das hätte man ruhig ein bisschen gefährlicher machen können. Du ersetze Eisen. So, und danach sollte ich hier rüber das da wegmachen und das hier alles abbauen. So, stopp. Dazu, baue Erde, ersetze Sand. Das zu und ein Portal hier hin. Jo. Da kann auch zu. Das kann weg. Oh, Erfahrungspunkte. ich meine natürlich komische Heuschreckendinger. Du musst weg. Da unten ist noch mehr Eisen. Ja, doch, lohnt sich hier die Ecke. Das war jetzt doof. Du. Mach zu. Du. Nein, nicht graben. Du, wähle Zwerg. Kontrolle übernehmen. Nee. Befreien. Kontrolle übernehmen. Nee, 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 nee. Du. Zu. Zu. Komm schon raus da. Gibt dir auch ein Scaffolding. Sehr gut. Scaffolding weg. Scaffolding weg, so. Hör auf damit. Zu. So, das müsste eigentlich auch noch zu. Zu. Sieht schon langsam richtig gut aus. So, hier gibt es noch ein bisschen mehr Scaffolding, damit er dazu machen kann. Macht hinter sich zu und da kommt man hier nur rein und raus mit einem. Komm weg da. Mit einem Portal. Und zwar ein Portal, das da ist. Ja. Zu. Hat aber gerade Kohle gewesen, aber na gut. Ja, und da wollen wir dann wohl auch gleich runter. Erstmal das Ganze ersetzen hier. Nee, nee, nicht du. Ersetze Eisenerz, genau. Ich meinte die anderen Zwerge. Die nicht direkt kontrollierten Zwerge. Scaffolding, 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 Scaffolding. Wir haben fast keinen Dirt mehr. Das ist krass, okay. Das abbauen, töten, zerstören, abbauen. Ja, wie schaut es hier oben aus? Zwerge trinken, ist nichts Ungewöhnliches. Yetis könnten langsam mal ein wenig ausgemerzt werden. Du kannst weg. Hand immer da. Es sind immer nur noch zwei auf dem Dach. Ich hätte irgendwie schon mit einem dritten gerechnet. Schnetzel, Schnetzel. Gut. Weg, 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 weg. Kein Schnee in meinem Vorgarten. Oh. Weg, weg, weg. Alles weg hier. Ist alles Neuschnee. Ich meine, das ist alles potenzielles Eis, aber so viel braucht man wohl auch wieder nicht. Obwohl, das geht immer wieder weg, ne? Sehr komisch, sehr komisch. Vielleicht sollte ich einfach eine größere Anlage irgendwo hinbauen. Aber es ist ein Megaprojekt für später. Erstmal Status Quo erreichen. Baue Schrank. Deluxe. Also baue Deluxe irgendwas, ne? Rüste Stahlhelm aus. Verstärke die Mauern. Je stärker die Wände deines Unterschlupfs, desto schwerer werden es Monsters haben, durch sie hindurchzudringen. Ersetze schwache Erdwälle durch etwas Stärkeres wie Holz, Stein oder Ziegel. Wir haben eine Holzwand.
Also erstmal kann dieses einzelne Ding da unten wieder weg. Genau. Dann bauen wir jetzt einfach irgendwo in die Walachei ein Holzhintergrundding und davor dann eine Holzwand. Hier, Portal. Chop, chop. Hey, dafür war das nicht gedacht. Aber na gut. Sei dir gestattet. So, Holzhintergrundwand, Holzvordergrundwand und das müsste eigentlich für den Erfolg schon reichen. Schwing. No, Gold. Also Goldmünze. Na komm, setz eine Holzwand. Nö, zählt nicht. Entferne hintere Holzwand. Entferne Holzwand. Das ist komisch, weil er explizit gesagt hat, Holz, Ziegel oder Stein. Wir haben Holz gebaut und trotzdem ging es nicht. Aber okay, wissen Bescheid. Sieh mal, da trinkt. Schnee. Aber gut, wir haben technisch gut was geschafft. Danach habe ich mich wieder verleiten lassen, Deko-Sachen zu machen. Jungs! Ich wollte gerade den Abspann moderieren. So. Jetzt könnt ihr da auch nicht mehr trinken. So. Also, wir haben in der letzten Folge einigermaßen den Techbaum vorangebracht. Wir haben in dieser Folge doch wieder ein paar Deko-Sachen gemacht, das ist aber auch okay. Wir haben gelernt, dass unsere Zwerge echt doof sind und wir den Deko-Brunnen irgendwo anders anlegen sollten. Ja. Und in der nächsten Folge gucken wir dann weiter. Ja. Ich sollte wahrscheinlich echt mal... Oh, neue Goblins. Die können wir nächste Folge wieder ausrotten. Sind ja alles Erfahrungspunkte und so. So. Obwohl wir vermutlich eher erstmal Richtung Stahl gehen sollten. Dass alle Stahlrüstung und bessere Waffen haben. Und dann können wir auch langsam runterschrauben, was das angeht. Denn ich denke, sobald wir Stahl wirklich mit mehreren Zwergen haben, sind wir auch unbesiegbar. Weil selbst wenn sie uns dann 10.000 Skelette schicken, die Skelette machen einfach gar keinen Schaden und werden one-hitted. Also, meh. Aber na gut. Erstmal jetzt also eine kleine Pause. Mana bräuchten wir nicht mal wirklich. Wir hatten ja gerade erst ein Level-Up. Aber trotzdem werden wir gleich wieder voll sein. Oh, und... Schöner Cliffhanger, gleich kommt eine Welle. Also bis denne.